Das mache ich natürlich gerne. Oh, es fehlt am Holz. Da dachte ich mir das schon. Aber das ist okay. Wir haben ja drei Leibeigene. Die schicken wir einfach mal Holz sammeln. Stand hier nicht auch irgendwie dabei, wie viele ich gerade sammeln oder so? Also ich dachte zumindest. Ne, das steht nicht. Jetzt können wir bloß hier wahrscheinlich sehen, wie schnell unser Holzvorrat steigt. Aber genau hier die kleinen gelben Zahlen. In diesem Fall ist das eine 4, müsste das sein, genau. Da sieht man natürlich dann auch, wie stark oder wie schnell abgebaut wird. Aber ja, mir ist nur gerade während dem Lauschen der Tutorial-Texte, wenn man so möchte, nur durch den Kopf gegangen, das Ding ist halt echt von 2004. Also es ist echt schon ziemlich alt. Also was natürlich nicht heißt, dass es schlecht ist, aber wenn man so drüber nachdenkt, es ist halt wirklich schon sehr, sehr alt. Da frage ich mich kurz, ob ich mich auch alt fühlen muss, aber ich ignoriere diese Frage für mich selber einfach mal komplett. Nun gut, wir haben hier die Zielbrennerei errichtet. Jetzt geht es rund. Die Wehrpflicht ist erforscht. Kann ich nun Kasernen bauen? Ja, tut es, damit Eric endlich Ruhe gibt. Baut eine Kaserne. Ich wollte gerade sagen, der fällt mir ja noch öfter ins Wort mit seiner Kaserne, wie, keine Ahnung. Mir fällt nicht mal ein Beispiel dafür ein. Was? An was scheitert's? 300 Holzeinheiten fehlen, aber die Sägemühle kostet uns kein Holz. Das heißt, wir sind doch jetzt ganz gewieft und bauen, Moment, in der Nähe eines Lagerplatzes. Haben wir hier irgendwo in der Nähe ein Lager? Wahrscheinlich die Burg Alster selbst. Gut, es war das totale Gemurks, jetzt das direkt da vorne hinzubauen, aber gut, was soll's? Dann reiche ich mir noch einen zusätzlichen Leibeigenen. Bauen wir das hier bitte aus. Dankeschön. Auf, nicht aus, meine ich natürlich. Und wenn wir das hier haben, können hier Sachen veredelt werden. Natürlich brauchen wir dann auch entsprechend, ich glaube, mindestens ein Wohnhaus, genau. Damit noch weitere Betten übrig sind. Und hier dann wahrscheinlich nochmal einen Bauernhof. Weil es hat natürlich auch keinen Sinn, also man sieht es hier schon. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Sprich, hier sind die ganzen Bergarbeiter drin. Oh, also jetzt an Essensplätzen. Und was ist das? Die Ziegelbrenner, die kann natürlich später. Da natürlich nicht alle jetzt hier einen Essensplatz bei diesem Bauernhof bekommen. Die müssten dann wahrscheinlich auf diesem Bauernhof umgeschichtet worden sein. Zumindest einer. Und der letzte ist dann wahrscheinlich hier unten untergebracht. Und wenn man drüber nachdenkt, klar, die riesige Entfernung, die hier zum Essen oder zum Schlafen laufen müsste, ist natürlich sehr kontraproduktiv. Das heißt, nach Möglichkeit, also ich sage das jetzt für mich und habe es dann eh wieder vergessen, möglichst schauen, dass keine großen Umwege gelaufen werden. Ob das so funktioniert, werden wir gleich sehen. Wahlweise in der ersten Mission, auf die wir natürlich zielstrebend hinarbeiten. Und hier links haben wir natürlich auch die ganzen Statusmeldungen, was passiert ist, was ist nicht passiert und so weiter und so fort. Und unser Textkästchen in der Mitte sagt uns natürlich noch, damit unser Schwertkämpfer endlich Ruhe gibt, dass wir eine Kaserne errichten sollen. Was wir auch gleich tun werden, ich möchte bloß hier die anderen Sachen noch gar fertig bauen. Und weißt du was, wir haben doch eh ein bisschen Geld übrig. Holen wir uns nochmal zwei Leibeigene, auch wenn es gerade nicht unser Ziel ist. Aber das wird schon hoffentlich nicht gleich das Spiel kaputt machen. Einmal Holz sammeln und. Was können wir noch sammeln? Was liegt hier noch ein bisschen rum? Stein wird abgebaut. Mir war es, als hätte ich irgendwo Eisen gesehen, tatsächlich. Weißt du was, wir sammeln doch einfach mal ein bisschen Eisen aus diesem Eisenbrocken-Sammelsurium-Gedöns, wie auch immer. Und dann brauche ich hier natürlich dann noch. Sehr schön, der hier ist fertig. Ja, es wirkt ein bisschen ruckelig mit der Kamerasteuerung, aber das kann ich leider nicht. Oder zumindest wüsste ich nicht, wie ich das hier ändern soll. Nee, ich kann das auf jeden Fall nicht ändern, so rum wollte ich sagen, aber ach, egal, es ist jetzt so und da kriegt schon keiner Augenkrebs davon und wenn, dann tut es mir halt leid und keine Ahnung, Thema beendet. So, fachmännisch gelöst. Dann bauen wir mal das hier hin und hier das Wohnhaus kostet natürlich nicht viel Platz, aber dennoch leider 150 Holz, was ich jetzt wieder habe. Kann ich das hier irgendwo so hinbauen? Nee. Dann setzen wir hier mal noch ein Häuschen hin. Und gut, hier sieht man auch, je nach Gebäude gibt es natürlich, okay, für die Ziegelhütte gibt es nichts, aber hier für die für Sägewerk gibt es natürlich auch verschiedene Sachen, mit denen wir vor allem unsere Soldaten, soweit ich das sehe, ausrüsten können. Oder Speerträger und Schützen, wie auch immer. Und natürlich, damit die. Es hat sogar einen extra Sound, wenn man das anklickt. Okay, jetzt nicht. Moment, ich klicke es nochmal an. Noch nicht? Jetzt hat doch gerade so einen coolen Sound gemacht. Also das Sägen kam vom Sägewerk, klar, aber ich dachte doch gerade hier Nee, die Pauken kommen gerade von der Musik im Hintergrund. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Moment. Komisch, ich könnte schwören. Jetzt macht gar keins mehr hier Sound. Vielleicht habe ich es gerade kaputt gemacht. Hoppala. Sehr, sehr schön. Hat das wieder kaputt gemacht. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin?
Genau, unser Ziel steht noch da, die Kaserne gibt's gleich, aber wir werden natürlich vorher mal schauen müssen. Genau, die haben weder Essen noch einen Schlafensplatz. Und hier, die Gelehrten müssen ja soweit alle versorgt sein, das ist richtig. Und hier, gut, hier sehen wir natürlich nur die Gäste, wenn man so will, in den Wohn- und Essenshäusern oder Bauernhöfen. Es fehlt noch an Betten, durchaus, durchaus. Und der Bauer braucht natürlich auch noch einen Schlafensplatz. Das heißt, wir sehen ja auch hier insgesamt, wie viele Leute eben noch keinen Schlaf- und Essensplatz haben. Aber das Problem kriegen wir ja gleich gelöst. Jetzt ist es natürlich nur noch einer. Da können wir natürlich auch draufklicken. Ich glaube, das habe ich vorhin unabsichtlich auch während eines Textes Das würde gemacht. ich jetzt geben für ein Also, warmes, während gemütliches einer Bett. Tutorial-Erklärung. Und Ist keins mehr frei. ja, es ist kein Bett mehr frei. Ich habe es verstanden. Schau mal, nur für dich baue ich da hinten das Haus aus, damit du dann auch einen Schlafensplatz hast. So nett bin ich zu dir. Und die Steuern lasse ich auch auf Durchschnittsniveau wahlweise auf der moderaten Stufe. Also, wenn das keine Voraussetzungen für eine sehr gütige Herrschaft sind, dann weiß ich auch nicht. Und es fehlen noch, jetzt muss ich kurz Kopf rechnen, um die 50 Holz, 40 Holz noch. Das heißt, wir sind hier natürlich gleich fertig. Ich glaube, man kann hier auch Überstunden anordnen, kann das sein? Ja. Aber gut, Motivation müsste hier der gelbe Smiley sein oder grün? Gelb-grün, wie auch immer. Ach ja, da steht's für alle. Allgemeine Motivation 100%. Die kann man, soweit ich noch weiß, glaube ich, auch auf über 100% steigern. Aber ich möchte an der Stelle natürlich nicht irgendwas sagen, was ich nicht, oder nicht irgendwas versprechen, was ich nicht halten kann. Aber ich glaube, es so in Erinnerung zu haben, dass das auf jeden Fall geht. Was kann man sonst so ein bisschen erzählen, während hier gebaut wird, beziehungsweise während ich gleich wieder ausgenockt werde, was so dieses Gesprächsfeeling angeht, weil gleich wieder die Tutorial-Texte kommen. Bauernhöfe kann man natürlich auch noch ausbauen und es gibt natürlich noch verschiedene Einheiten und ja, die Gestaltung an sich im Allgemeinen finde ich auch sehr schön. Also die Bäume, die Umgebung, die Flüsse, die Einheitendarstellung und so weiter. Also damals wie heute behaupte ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich meine, wir sind ja natürlich nicht ohne Grund hier. Also, du vielleicht schon, weil du zufällig dieses Video gefunden hast, aber ich bin ja nicht zufällig hier. Ich habe das von Anfang an geplant. Schon seit, ja, keine Ahnung, seit Anbeginn der Zeitrechnung oder so. Los, Kaserne. Zauber dich aus dem Boden. Jawohl, da steht die Kaserne. Und wie rekrutiere ich Soldaten? Ihr könnt in der Kaserne Hauptmänner rekrutieren. Sie führen eure Truppen an. Das erkläre ich später. Kauft zunächst gut. Wie ihr seht, beginnt unser Hauptmann direkt mit dem Training. Wenn er fertig ist, wird er herauskommen und, wenn genügend Rohstoffe und Platz vorhanden sind, wird sich ihm direkt eine Gruppe Soldaten anschließen. Ich hoffe natürlich, dass wir beides, wie soll ich sagen, anbieten können. Steht hier irgendwo dabei, was uns eine kostet? Herrlich! Jetzt kenne ich mich aus. Wenn ein Hauptmann seine Soldaten in der Schlacht verliert, kann er jederzeit zu einer Kaserne zurückkehren und neue Soldaten rekrutieren. Tja, da kennst du dich besser aus. Das funktioniert übrigens auch bei allen anderen Einheiten so. Alles klar. So, aber wir sind nicht zum Spaß hier. Wir haben einen Auftrag. Elias ist vor Monaten nach Hibernia gereist, um dort Friedensverhandlungen zu leiten. Er hat sich bisher nicht wieder gemeldet und ich mache mir Sorgen. Lass uns also bis zum Winter eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Hibernia ist nur im Winter zu erreichen. Das ist natürlich doof, dass das nur im Winter zu erreichen ist. Aber gut, wir sollen eine schlagkräftige Truppe Es ist aufstellen. Zahltag. Und das heißt, wir müssten oder wir könnten hier natürlich erstmal unsere Langspeerträger Euer Wunsch aufrüsten. ist mir Befehl. Und da investieren wir natürlich gleich erstmal ins Militär. Und hier muss ich gerade mal gucken. Könnte man noch Forschung betreiben? Hier fehlt es aber an Schwefel, um die Alchemie zu erforschen. Jetzt ist natürlich nur noch eine Frage meinerseits. Hier sind keine Rohstoffe mehr versteckt. Hier liegt noch ein bisschen Eisen. Hier liegen ein paar Steine. Oh, Eisen, ich habe es gerade gesagt. Ein Leibeigener zu mir. Wenn es hier denn so Kein viele schöne Problem. Sachen gibt, dann werden wir Schlagt natürlich nicht auch. mehr Holz. Natürlich. Werden wir die natürlich, wie es der Leibeigene gerade gesagt hat, auch bebauen. Aber gern. Erstmal hier eine Eisengrube. Aber, oh, ach so, das ist unser zu rettendes Teammitglied oder unser, ja, unser das Mitglied unserer Heldengemeinschaft. So, darum wollte ich es eigentlich sagen. Aber ich habe ihn hier schon in der Auswahlliste. Aber ich kann ihn wahrscheinlich noch nicht steuern. Schade.
Alles klar, wir haben noch Zeit bis zum Winter. Ich weiß allerdings leider nicht, wann der Winter hier vonstatten geht, aber ich habe es zumindest so verstanden, dass wir während des Winters auch nicht angegriffen werden können, wenn wir denn das Eis nutzen sollen, um uns zu unserem Verbündeten hinbewegen sollen. Oder auch zu unserem Feind, je nachdem. Aber damit hier nichts weiter passiert in diese Richtung, müssen wir natürlich auch ein bisschen Forschung betreiben, unsere Sachen aufrüsten. Was kostet das hier alles? Taler, Lehm und Stein. Habe ich das denn zufällig alles da? Ja, das schaut gut aus. Da können wir gleich mal investieren und unsere Festung ausbauen. Da kommen natürlich auch mehr Lebenspunkte hinzu. Wir wollen natürlich nicht, dass unsere Burg dementsprechend Geschafft. zerstört wird. Was geschafft? Achso, Weiterbildung zum Lanzenträger. Man sieht auch, ein bisschen anders sieht er aus. Kann ich denn hier das benötigen? Also wir benötigen hier eine Schmiede und eine Garnison. Beziehungsweise, stopp. Das ist die erste Schwertkämpferstufe. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ah, diese Kopfschmerzen. Und genau, Breitschwertkämpfer. Um die aufzurüsten, brauche ich eine Schmiede. Und dafür brauche ich höchstwahrscheinlich Eisen und Schwefel. Die Frage ist bloß, so was wie einen Marktplatz werden wir im Tutorial höchstwahrscheinlich noch nicht haben. Aber vielleicht haben wir irgendwo noch eine Schwefelmine. Das heißt, hier Pilgrim und Ja, Eric, ihr zwei dürft erstmal hier so weiter soll es sein. erkunden. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie einen Schmankerl oder so, wo wir Andere uns ein bisschen Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. ausrüsten können. Okay, es Wie glaubt mir irre. jetzt wahrscheinlich eh Gatsch. keiner mehr, dass ich diese Mission nie gespielt habe, Eure aber Bauernhöfe ich habe produzieren diese nicht Mission genug Essig. wirklich nicht gespielt. Aber umso mehr Ja, freut es mich, dass natürlich. wir hier eine Wie immer. Schwefelgrube noch entdeckt haben. Und so Natürlich. wie das hier aussieht, Jawohl. sind hier auch Steilhänge, was wiederum Ja, heißt, Milord. dass So hier soll es sein. hinten zumindest uns Ja, keine Milord. gegnerischen Einheiten einfallen Sofort. können. Also sowohl einfallen als auch Jawohl. anfallen. Das heißt, wir Wie gehen einfach mal irre. entspannt wieder zurück und überlegen dann, wie wir später in die Richtung Wie unseres irre. Freundes, Ja, Feindes, wie auch Milord. immer, marschieren können. Ausbau vollbracht. Und wir haben unsere Festung ausgebaut und wir haben ein bisschen Geld übrig. Holen wir gleich mal noch ein paar Leibeigene hinzu. Wir brauchen mehr Ja, Holz und noch mehr aber Holz. gern. Und ihr zwei, keine Ahnung, was mache ich denn mit euch beiden? Wir könnten Steine zusätzlich sammeln. Wir könnten Eisen noch ein bisschen sammeln. Weißt du was, ihr Kein zwei sammelt einfach Problem. mal mit Eisen. Obwohl, Moment, 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 Moment. Ich bin ein ganz ausgefuchster Fuchs. Einer sammelt Eisen und zwei sind ja ein bisschen am Aus- und Ja. Rumbauen. Können wir hier eigentlich schon die Minen ausbauen? Da muss ich mal kurz spicken. Nochmal, ich habe es nämlich gerade schon wieder vergessen. Heieiei. Der Eisenstollen. Braucht Zahnräder. Zahnräder, weiß ich noch, sind eine Erforschung in der Hochschule und oh, das könnten wir sogar, hätten wir genug Fertig. Dings übrig. Okay. Daher mein untertänigster Vorschlag, Andere wahlweise Siedler haben mein weiteres keinen Platz Vorgehen. zum Nächtigen. Wir Der holen Tag uns wird erstmal. abgehen. Der bringt mich mit Stolz seinen ganzen wird Statusmeldungen voll verbrennen. durcheinander. Wir holen uns erstmal die Schwefelmine, produzieren Schwefel. Dann erforschen wir das hier, dass wir unser Eisen, ja, wie soll ich sagen, mehr vermehren können, veredeln können, wie wir es ja auch schon mit Lehm und mit Stein machen. Und dann schauen wir mal, dass wir unsere anderen Sachen noch ausbauen. Beziehungsweise Handelswesen kostet mich 300 Taler, die habe ich da, die können wir natürlich gleich mal investieren. Und ich brauche mal noch einen Leibeigenen. Kann ich denn schon ein Lager bauen? Oh, das müsste das Lager sein. Und jetzt, wo ich es erforsche, können wir es nicht mal groß bauen. Schade, schade. Egal. Dann lassen wir die Forschung einfach mal durchlaufen. Hier sieht man natürlich auch fleißig am Arbeiten, so wie ich das natürlich gerne sehen möchte. Wir wollen natürlich hier unseren Aufgaben als neuer Herrscher gerne entgegenkommen. Aber vorher holen wir uns trotzdem erstmal einen Trupp Speerträger, da wir hier natürlich auch logischerweise für die Schwertkämpfer Eisen benötigen. Und da haben wir leider ja noch nicht so viel. Aber wie gesagt, die Mine hier läuft gerade an. Hier ist das Haus gleich fertig. Das heißt, bald sollte es ja auch einen gewissen Eisen Sicher, Materialfluss geben für aber uns, dann. ja, nee, einen Eisenmaterialfluss für uns geben, das wollte ich sagen. Jetzt hat er mich mit seinem Sicher Dat erstmal eiskalt rausgebracht, dieser Lump. Unsere Truppe ist nun groß genug. Lass uns in Richtung Ich Osten bin aufbrechen. fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nein, du kannst auch nicht Feierabend machen und die Truppe ist groß genug. Wir haben Wie eine Einheit noch irret. hinzugeholt. Also ich habe mir das Ganze jetzt irgendwie epischer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Also mehr als drei Männchen, vier Männchen. Bauen wir doch erst nochmal, Moment. Gut, die Bauernhöfe können wir noch nicht ausbauen. Das heißt, wir Nichts bauen übereilt erstmal noch einen weiteren Bauernhof, damit hier noch genug Leute einziehen können. Da fällt mir gerade noch ein, kann ich denn hier das Ding ausbauen, das Gemeindezentrum. Ermöglicht Webspul. Genau das ermöglicht es. Der Nein, Tag ein wird Webstuhl und abgehen. die Erhöhung des Andere Siedler haben Bevölkerungslimits. bezahlt.
Steuern und Zoll werden gezahlt, das habe ich natürlich mitbekommen. Und bei unseren Leuten muss niemand hungern und jeder hat einen Schlafplatz. Das sind schon mal sehr schöne Randbedingungen. Und dann schauen wir natürlich, dass wir hier auch die ganzen Sachen dementsprechend fertig bekommen. Und ganz unauffällig auf der Minimap blinkt natürlich auch die Stelle, wo wir dann hin müssen. So, ja, das schaut schon ganz gut aus. Aber ja, die Siedler an sich, oder das Spiel, Genre, nee, die Siedler ist ja kein Genre, die Marke, die Siedler, die bezieht sich ja, wie soll ich sagen, die haben ja natürlich auch schon mehrere Teile rausgebracht und ich für mich muss jetzt eigentlich schon sagen, ich bin so eigentlich nie so zu 100% eigentlich das Siedler-Fan gewesen. Man weiß jetzt nicht so genau, oder ich weiß nicht genau, wieso das jetzt irgendwie so im Großen und Ganzen an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, das hier war wirklich das erste Siedler, was ich länger oder öfter gespielt habe, auch durchgespielt habe, auch wenn es wie gesagt schon ewig her ist. Aber ein Haus noch für unsere Jungs. Aber ich glaube, das müsste doch das erste Siedler sein, was aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen aus der Reihe herausgestochen hat. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr groß, was da jetzt anders war im Vergleich zu den Vorgängern. Wenn ich dran denke, lese ich mich da nochmal ein und dann können wir das ja bei der nächsten Aufnahmerunde oder in einer der nächsten Folgen, um es mal ein bisschen allgemeiner zu halten, nochmal drüber quatschen. Wahlweise ich quatsch und ja, je nachdem, der ein oder andere hört da vielleicht zu. Wäre so mein Plan. Alles klar, ich sehe schon, es blinkt richtig aufdringlich. Wir sollen Richtung Westen gehen. Machen wir auch gleich. Ich möchte bitte erst noch ein, zwei Schwertkämpfer und... Oh, jetzt gehen uns natürlich langsam die Talers aus. Was kostet denn... Na gut, 30 Taler, das habe ich dann noch übrig. Der nächste Zahltag ist ja auch... Ach ja, das ja, genau, der Zahltag kam genau mit dem Fertigschrei des Leibeigenen. Der kann ja einfach mal ein bisschen Steine klopfen gehen, weil ich wüsste uns nicht, was wir mit dem Jungen noch alles machen sollen. Auch wenn wir eigentlich schon genug Steine... Ach, weißt du was, wir haben genug Steine, was mache ich denn? Haben wir denn hier noch irgendwo Lehm? Ja, dann komm, dann holen wir jetzt so ein bisschen Lehm. Natürlich muss das sein, was sind das denn für Aussagen hier? Ich bin schockiert. Tö. Und natürlich mehr Holz. Stimmt, ich dussel, wieso denn eigentlich so wenig Holz? Der sammelt, der ist da. Okay, das machen wir anders. Du gehst hier hin. Hier hat es auch gereicht, okay. Jetzt ist nur die Frage, habe ich schon genug Schwefel für die Alchemie? Nee, noch nicht. Aber wir können ja trotzdem schon mal Richtung Westen marschieren. Habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit, alles anzuwählen? Nee. Ich kann hier bloß der Reihe nach durchklicken. Schade. Okay. So, wir sollen uns nach Westen bewegen. Sofort. Können wir hier durch oder müssen wir außenrum gehen? Nee, ich glaube, wir sollen hier durch. Okay, das schaffe ich. Kein Problem. Und zurück in die Wildnis mit ganz vielen Wölfen, die uns nicht angreifen, was ich ganz gut finde. Ihr könnt einige Siedler ansprechen. Selektiert dazu einen Helden und klickt rechts auf den Siedler. Selektiert dazu einen Helden und klickt rechts auf den Siedler. Ach so, da. Ich dachte, ich soll unsere Jungs ansprechen, die bei uns in der Stadt wohnen. Okay, tun wir das. Ein Gespräch. Ja, Milord. Ich bin aus Hibernia geflohen. Da gehe ich nicht wieder hin zurück. Geht von hier aus nach Süden bis zum Fluss und dann nach Westen. Von hier aus nach Süden. Okay, wir gehen davon aus, dass unsere Karte richtig ausgerichtet ist. Dann gehen wir hier nach Süden. Ah, ein neutrales Dorfzentrum. Lasst es uns ja. Selektiert einen Leibeigenen, wählt das Dorfzentrum aus dem Menü und platziert aber gern. Sehr gut. Eure Leibeigenen werden nun euer Dorfzentrum hier errichten. Danach stehen euch noch mehr Siedler zur Verfügung. Das ist doch sehr schön. Mehr Siedler klingt immer gut. Vor allem aus mehr Siedlern resultiert er dann logischerweise auch. Wenn ihr weitere Fragen habt, benutzt doch den Hilfe-Button nahe der Minimap. Probiert es doch gleich mal. Ich möchte, dass du stillschweigst, aber ja, ich klicke mal auf den Minimap-Hilfs-Button. Verzichtet nie auf eine Hochschule. Nur hier können die nötigen Technologien erforscht werden, die für den Bau einer effektiven Siedlung nötig sind. Oh, ein sehr wichtiges Thema, was er anspricht. Bildung ist wichtig. Soll natürlich nach Möglichkeit nicht unterschätzt werden. So, habe ich hier meinen Erziehungsauftrag auch mal ausgefüllt? Ausgefüllt vor allem, ja genau, ich meine natürlich erfüllt. So, wir sind an diesem Brunnen hier, an diesem Fluss hier vorbei. Oh, ein weiterer Schwefelschacht, okay. Ich tue mein Bestes. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt auch richtig läuft. Ich könnte schwören, er hat gesagt, ganz weit in den Süden bis zu irgendeinem Fluss und dann nach Westen.
Also es könnte sein, dass wir gerade richtig laufen. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall sind wir genau die Richtigen dafür und das finde ich schon mal sehr gut. Wie ihr befehlt. Komme ich hier irgendwo hin?